Geh los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer-Map, Holzer-Challenge mit dem Marschierer natürlich. Hallo. Hallo. So, VR sind zurück hier auf der Holzer-Map. Der Marc ist gerade hier am Abladen. Von Silage beim Tierhändler, glaube ich, ist das. Müsste sein, ja. Preis ist nicht prickelnd, aber besser ist wie beim Landhandler auf alle Fälle mit 200 irgendwas. Da willst du momentan auch nicht verkaufen. So, das haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. So, kleiner Status. Könnt ihr, Marschierer. Kleiner Status für die Leute, die unter der Woche nicht schauen konnten. Wir haben momentan im Lager ausreichend Weizen, ausreichend Gerste. Hafer haben wir 30.000 Liter im Lager. Raps 0. Sonnenblumen 51.000. Sojabohnen 32.000. Dann haben wir die 100.000 Liter Körnermais voll. Kartoffeln haben wir genug. Zuckerrüben haben wir genug. Das passt, das passt. Hackschnitzel haben wir sowieso genug. Silage haben wir genug. Heu, Stroh, Gras, alles ist genug da. Wie gesagt, Häckselgut brauchen wir noch. Ich weiß aber gar nicht, können wir Häckselgut einlagern? Normalerweise müsste es in den Lagern gehen, ja. Okay, aber wie wird das angezeigt? Häckselgut. Mais. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich muss ja mal fragen gehen. Gucken gehen. Grüße. Hallo. Ich habe eine kurze Frage. Ja, wo wird man denn Häckselgut im Lager angezeigt? Ich weiß nicht, ob du in der Anzeige überhaupt ein Lager dafür hast. Ach so. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Das ist schlecht. Wieso, hast du schon was eingeschmissen? Vielleicht. Ich würde es gerne überprüfen. Dann fahr doch einfach drunter. Wollte sagen, einfach drunter fahren. Ich habe noch keins. Ich muss noch mal gucken, ob das überhaupt reingeht in mein Lager. Das oder, kannst du ganz leicht nachschauen. Oder andere Frage. Habt ihr schon Häckselgut? Nee. Nein. Okay. Ansonsten schmeiß einfach ins Durchfahrtssilo rein. Da wird es ja dann angezeigt, wie viel Häckselgut drinnen liegt. Ja, ja, wenn es reingeht schon. Aber wie gesagt, wir haben noch keins. Ich wollte noch mal fragen, ob ihr ein anderes habt. Es geht rein. Auf jeden Fall rein, ja. Okay, gut, dann schaue ich das. Wird wahrscheinlich nicht in der Übersicht angezeigt, weil es halt für keine Übersicht dafür gibt, aber ja. Es geht auf jeden Fall rein. Guti, dann bin ich wieder weg. Danke. Jo, bitte. Tschüss. Der Uwe hat sich einen fetten Anhänger gekauft. Oho. Also, das Häckselgut geht wohl ins Lager rein. Es wird zwar nicht angezeigt, aber es geht wohl rein. Das ist ja blöd. Wir wollen nur wissen, wie viel drin ist. Ja, wir müssen halt unten reinfahren und gucken. Dim. Also ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir so viel Sojabohnen angesehen haben, weil von diesem großen Feld hier kamen bis jetzt 14.000 Liter runter, was eigentlich sehr, sehr wenig ist. Da wir haben 19 als Soja wie Raps. Naja, wir haben Soja. Okay, das sind jetzt 32 haben wir im Lager. Plus die 15, die ich jetzt habe, sind 47. Also da sind wir noch weit weg von unserem 100.000 Liter Ziel. Aber mal schauen. Gut, die Felder sind auch nicht gedüngt teilweise. Ne, das ist halt einfach schwierig. Das war jetzt... War zweimal gedüngt, aber nicht gepflügt, nicht gekalkt, nix. So, Marschierer, ich würde jetzt, wie gesagt, hier unten auch fertig machen, schnell. Dann kurz am Hof abladen und dann würde ich gleich hochfahren zum Ackergrasfeld. Jojo. Boah, ich hoffe, er geht sich noch raus, aber es sollte er nicht. Ich hoffe.
Ja, sieht gut aus. So, zack. Da muss ich zwar den Countdown jetzt offen lassen, aber ja, ist halt so. Ich glaube, wir brauchen einen Anhänger oben beim Ackergras, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben nicht alles reingebracht in den Drescher. Gut, 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 gut. Ich will heute irgendwie noch, den Häcksler kaufen, bin ich ehrlich zu dir. Irgendwie will ich den heute noch haben. Weil bevor wieder irgendwas schief geht, will ich ehrlich gesagt den Häcksler irgendwo stehen haben. Ja gut, sonst... Maschiere, eigentlich könnte ich ja während der Drescher ablädt den Häcksler kurz kaufen, ne? Ja. Das wäre eigentlich egal. Weil es wird eh einen Moment dauern, bis der da fertig ist. Ah, hier hat der Maschierer. Ah, hier hast du schon alles weggemacht vor der Türe, das Gras. Mhm. Alles in den Fermenter rein. Jo. Sehr gut. Lass jetzt mal deinen Schneidtagswagen hier vor der Türe stehen. In der Hoffnung, dass er niemanden stört. Oh ja, Grüße. Oh, das war eine gute Idee, Werner. Oh nein. Ja, das war eine gute Idee. Nicht. Bam, badam, badam. So, dann würde ich uns jetzt den hier kaufen. GWS war auch mal nicht. Entladerohr, Mama. Ja. Lang. Lang auf jeden Fall. Lang auf jeden Fall. Da haben wir die schönen Trellerbock mal rauf. Boah. Eigentlich reicht uns die kleinste Motorisierung, ne? 460 PS reicht. Hat bestimmt auch nicht geleckt. Ne, überhaupt nicht. Nein. Hallo. Grüße. Hallo. Frage, habt ihr was gekauft? Kann ich gratulieren? Wir haben was gekauft, aber wer andere hat wohl auch was gekauft. Also, ihr gratulierst dem Drescher, ne? Nee, der Drescher gehört nicht uns. Nicht? Wem gehört der? Keine Ahnung. Also den keine Ahnung. Ich habe erst gedacht, der gehört dir. Nee, ja, der gehört nicht mir. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber die Sämaschine gehört euch, oder? Ja, richtig, richtig. Die gehört uns. Die steht auch noch hier. Ja, die muss ich holen. Genau. Nächste Woche dann. Nächste Woche. Nee, der Drescher gehört nicht. Aber wir haben einen Häcksler gekauft. Okay, gratuliere. Danke. Welche Marke denn? Die Klaas. Oh ja, schöne Wahl. Schöne Wahl. Ja. Gute Entscheidung getroffen von der Maschine her. Maschine gut. Maschine gut. Ich glaube, der Drescher gehört tatsächlich Paul, aber ich bin nicht sicher. Okay. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie läuft eure Woche sonst so? Ja, bis jetzt alles tippitoppi. Das höre ich doch gerne, das höre ich doch gerne. Und bei dir so? Ja, auch. Wie gesagt, ich bin zufrieden, bin total ausgeglichen. Bisschen. Hast du dich erholt von dem Weihnachtsspektakel? Du, da habe ich mir überhaupt keinen Stress gemacht, ganz ehrlich. Gut. Also ich bin, Weihnachten bin ich sehr gechillt. Dieses Weihnachten warst du noch ruhiger, durch das, dass du eh nirgendwo so richtig hinkonntest. Ja, das ist ja das. Und ja, das passt schon. Das passt schon. Sieht doch aus so.
Ja, gedacht, ich komme mal zu dir, ne? Aber habe ja dann doch wieder ernst überlegt. Ach so. Ja, schade, schade, schade. Ja, gedacht, ich bin der Bautrupp und unterstütze mal. Der Bautrupp. Einer muss, ne? Einer muss. Aber gut, ihr Lieben, dann bin ich wieder weg. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Jo, dir auch. Jo, tschüssi. Tschüss. Vielleicht habe ich wieder ein bisschen zu viel aufgepimpt, den guten Jaguar. Er fährt 90. Aber hier bei dem Hof, also bei unserem Hof speziell, brauchst du gar nicht 90 fahren, weil das lohnt sich null. Ruckel, ruckel, ruckel. So, also ganz kurz nochmal zu unserer Idee. Für die Zuschauer. Wir werden jetzt das Ackergras abdreschen mit dem Drescher, weil wir brauchen noch ein bisschen Ackergras zum Gewinnen. Nicht viel, aber wir brauchen noch ein bisschen was. Und da das natürlich nicht ungenutzt werden sollte, machen wir das so, dass wir mit dem wunderschönen Klaas... Grüße... Hallo. Ich hätte da eine Frage. Ja. Yeah. Habt ihr euch einen Häcksler mit Schneidwerk gekauft oder mit Pickup? Pickup. Okay, weil das war nämlich auch meine Idee. Ich weiß nur nicht, ob da mal ein Grashäcksler oder auch Häcksler rauskommt. Müsste eigentlich, ja. Wollen wir eventuell eine Häckselparty zusammen machen? Wir häckseln praktisch nur unser Ackergrasschwart. So. Meinst du, dass da so viel rauskommt? Wir schauen mal, ne? Wir haben noch keine Erfahrungswerte damit, aber prinzipiell können wir das gerne zusammen machen. Beziehungsweise wir können uns... Also, wenn ihr... Ja, wir müssen gucken, wie viel dabei rumkommt. Mhm. Weil unsere Wiesen sind aktuell noch unberührt. Oh, schön. Jungfräulich. ja, können wir bestimmt was machen, ja, klar. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Also wird vielleicht noch einen Moment dauern, aber kann man bestimmt in die Wege leiten. Ja, also wir haben noch, glaube ich, noch. Ja, momentan muss ich meinen ganzen Pflanzenschutz noch runterbringen hier. Ja. Ein bisschen dauert es schon noch. Wenn wir das nächste Woche irgendwann mal in Angriff nehmen könnten, wollen, würden. Das möchten. Sollte sich irgendwie ausgehen, ja. Dann brauchen wir sich alle nicht stressen. Nö. Und hast du das Gefühl, dass deine Sojafelder reichen? Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe tatsächlich wahnsinnig wenig runterbekommen von dem Feld 1. Wobei es ist noch die 23 angesehen, die 13 und die 11. Ja, also ist echt. Also Soja ist, glaube ich, auch so eine Krankheit wie. Oh ja. Also da ist wirklich nicht viel. Na gut, wir haben ja noch 30.000 Liter im Lager, also vielleicht mal schauen. Ja, wir kämpfen uns hier gerade mit den Sonnenblumen durch. Ja, das ist ja auch, also ich glaube Sonnenblumen, ich weiß nicht, ob das besser ist, aber Soja und Raps ist halt bäh. Ja, Rapsfelder, glaube ich, haben wir aktuell, glaube ich, 2, meine ich. Ja, das ist wirklich nicht gut, aber nützt halt nichts, ne, muss gemacht werden. Richtig. Ja, wir beißen es da ja auch mit dem Hafer noch. Also Haferbrauen noch ein bisschen. Ja. Aber es wird. Gut Ding braucht Weile. Es muss. Aber ja, wenn ihr mit eurem euren Häcksler da mal ein paar Gebrauchswerte so habt, ja, hier nochmal melden. Kommen wir gerne zu euch. Tschubi. Alles klar. Tschubi. Danke. Tschüss. Tschüssi. Oh Gott, ein wildes Box hat mich überrascht. Oh, Maschira, oh Gott. Alles gut, es war geplant. Haben die Schlingel sich den Lexion geholt? Ich glaube schon, dass die das waren. Wobei, warte mal, ich kann das ja vielleicht sogar sehen. Wo ist... Ah, nee, Uwe ist da hinten. Ja, das kann gut sein, dass sie den geholt haben. Der Lexion. Der Lexion ist nicht größer wie der hier, den wir haben? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, welchen den wir haben. Ja, den großen. Groß Klaas Lexion. Der größte ist der 8900. Ja, ich glaube, der war es auch. Oh nein! Schön. Ich habe mir den neuen Klaas ein bisschen mitgerissen. Naja. Muss er abkönnen. So.
Gut, dann ist das hier auch bereit. Dann fahren wir hier nochmal aufs Feld und dann lassen wir es auch gut sein für heute. Ackergasproduktion läuft. Gut, liebe Leute, damit sind wir aber auch fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, Doppler. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Montag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Holzhammer. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.